Was Sie hier sehen, ist brandneu. Moment mal, sagen Sie jetzt, den kenne ich doch. Und recht haben Sie, denn das Neue ist diesem Q5 von außen nicht anzusehen. Dieser Q5 soll vor allem mit inneren Werten bestechen. Mit Hochspannung erwartet. Audi zeigt seinen ersten Vollhybriden. Lange gewartet trifft's eigentlich eher. Und ob dieses Auto hier hochspannend ist, das sehen wir gleich. Auf ein serienmäßiges Hybridmodell von Audi mussten Fans der Marke bisher verzichten. Und den Vorsprung durch Technik haben die Ingolstädter in dieser Disziplin längst an Toyota abgegeben. Aber jetzt will Audi den Slogan in Vorsprung durch Überholen umwandeln. Und rein technisch gesehen stellt der Hybrid-Nachzügler gleich einige Rekorde auf. Bis 100 Stundenkilometer kann man mit dem Q5 Hybrid rein elektrisch fahren. Und damit ist der Audi ein Rekordhalter. Denn ein anderes SUV, was so schnell rein elektrisch fährt, gibt's nicht. Auch in Sachen Reichweite ist der Q5 derzeit nicht zu toppen. Auch bei der rein elektrischen Fahrweite kommt der Q5 Hybrid am weitesten. Gut 3 Kilometer weit kommt der Audi im E-Modus. Vorausgesetzt, man fährt nicht schneller als 60 Stundenkilometer und die Batterien sind voll. Stichwort Batterie. Audi bietet als erster Hersteller einen Vollhybriden mit serienmäßigen Lithium-Ionen-Akkus an. Das bringt mehr Kraft und Reichweite, spart aber auch Gewicht. Mit 130 Kilogramm Gesamtgewicht ist das Q5-Hybridsystem das zurzeit leichteste. Weniger Masse spart natürlich auch Sprit. Rund 6,9 Liter ist der EU-Normverbrauch. In der Praxis sind es wie immer ein paar Liter mehr. Mit rund 8,5 Litern kommt man aber aus. Allerdings will Audi den Q5 eh nicht als Sparbüchse, sondern eher als Spaßbüchse verstanden wissen. Richtiger Fun-Faktor ist der Boost-Modus. Wenn man das Gas voll durchtritt, gibt's nochmal dank Elektromotor hier einen richtigen Kick ins Kreuz. 34 extra Elektro-PS unterstützen den Vierzylinder-Benziner im Boost-Modus. Insgesamt leistet der Q5 Hybrid 245 PS und sprintet in nur 7,1 Sekunden auf 100 Sachen. Erst bei 225 km/h schiebt der Kraftmeier nicht mehr an. Audi verspricht Fahrleistungen wie bei einem Sechszylinder, allerdings gepaart mit dem Verbrauch eines Vierzylinders. Wir können das bestätigen. Bei unserer flotten Testfahrt begnügte sich der Ingolstädter mit rund 9 Litern. Respekt! Überholen durch Technik. Das Motto der Ingolstädter scheint also aufzugehen. Nur wer nachrechnet, wird einen Wermutstropfen schlucken müssen. Den Preis. Ausstattungsbereinigt liegt der E-Zuschlag beim Q5 Hybrid bei rund 5.000 Euro. Denn 19 Zoll Alufelgen, MMI, 8-Stufen-Automatik und einiges mehr sind hier nämlich Serie. Dennoch zum vergleichbaren Q5 mit 2 Liter Benziner klafft eine schon fünfstellige Euro-Lücke. 11.000 Euro, das ist der Aufpreis für den Q5 Hybrid. Dafür gibt es mehr Ausstattung, mehr Leistung und natürlich geringeren Verbrauch. Knauserer werden wahrscheinlich nicht ganz glücklich mit diesem Auto. Zu groß ist die Distanz, bis man den ersten Euro spart. Erst ab 200.000 Kilometern amortisiert sich der Aufpreis. Dennoch, technikverliebte und sportliche Fahrer finden im Q5 Hybrid ein elektrisierendes Auto.